Thorsten Sandner, ein erfahrener DJI-Pilot aus Biebesheim, kam auch zum Rennen. Er fragte bei der Rennleitung nach, ob er ein paar Szenen für uns drehen dürfte. Man war natürlich begeistert. Er ist ein erfahrener Pilot, hat schon in Übersee mit seiner DJI-Erfahrung gesammelt. Leider konnte Thorsten beim Rennen nur zeitweise anwesend sein, denn seine Schwester hatte an diesem Tag geheiratet. Die Szenen wurden noch ganz am Anfang gedreht. Die Leute haben ihre einzelnen Sitzmöglichkeiten postiert. Hier, das ist der Wagen, auf dem die freundlichen Rundenzählerinnen saßen. Hier fliegt er am Fahrerlager vorbei. Es sind auch einige Besucher, die die Fahrerinnen, Fahrer und die Mechaniker interviewen. Allgemein ein interessanter Austausch von Informationen. Die Sanner Feuerwehr und das Rote Kreuz waren natürlich auch da. In der Mitte sieht man das Safety Car. Ohne diesen engagierten Fahrer könnte man sich das Rennen gar nicht vorstellen. Wenn man so im Nachhinein die ganze Organisation sieht, bekommt man schon etwas Ehrfurcht vor der Arbeit, die dahinter steckt. Führend bei der ganzen Geschichte der Horst Hart, der mir erzählt hat, dass es eigentlich recht unvorstellbar ist, wie viele Sachen vor Rennbeginn Wochen vorher schon zu erledigen sind. Das Rennen ist mittlerweile gestartet. Thorsten konnte sich von der Hochzeitsgesellschaft mal wieder kurz loseisen. Diesen Rennen eigentlich nur fröhliche und lustige Menschen gesehen. Jeder hat gelacht, keiner hat irgendetwas zu meckern und alles in allem war dies ein Event, wo wahrscheinlich noch einige Generationen davon sprechen werden. Wenn die Fahrzeuge so von oben sieht, wird einem auch bewusst, welche fahrerische Leistungen hier erfüllt werden. Alles in allem nochmals gut ab. Ein spannendes Rennen, viele fröhliche Menschen. Gutes Essen und Trinken, was will man mehr? Vielen Dank, Thorsten, für die Filmaufnahmen und nochmals vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.